Maike van den Boom ist heute unser Gast, eine Frau, die die 13 glücklichsten Länder der Welt bereist hat. Außerdem Paul van Dyk, einer der erfolgreichsten Musiker der Welt und Deutscher. Außerdem Dirk Grossmann, der Self-Made-Milliardär, gemeinsam mit Rainer Langhans, der von etwa 200 Euro Rente im Monat lebt. Und einer, der von Wirtschaft richtig was versteht, der ZDF-Wirtschaftsexperte Reinhard Schlieker. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung an diesem schwülheißen Abend. Und ich hoffe, es geht auch gleich hoch her. Herzlichen Dank Ihnen, bei Ihnen hier im Studio und auch Ihnen zu Hause. Einen schönen Abend. Ja, irgendwie hat er es kommen sehen. Am 15. Januar dieses Jahres hat er hier bei uns in der Sendung nämlich gesagt, Tsipras hat den Griechen Milliarden versprochen und er hat mit dieser dreisten Lüge Wahlen gewonnen. Das macht mich wütend. Er, das ist der Mann, der gerne davon erzählt, was er alles nicht hat. Keine Uhr, keine Yacht, keinen Sportwagen. Und der trotzdem in der Lage wäre, das griechische Rentensystem ganz allein noch eine Weile vermutlich am Leben zu halten. Aber ihm geht es um Prinzipien und die vermisst er nicht nur bei der griechischen, sondern vor allen Dingen auch bei der deutschen Regierung und sagt, die Leute wollen wissen, wofür einer steht, auch einer wie ich. Herzlich willkommen dem Selfmade-Milliardär Dirk Grossmann. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, Wolfgang Schäuble hat seinen Frust heute im Bundestag Luft gemacht. Die Bundeskanzlerin dagegen sieht die Tür für Verhandlungen immer noch sehr, sehr weit offen. Und jetzt wartet alles auf den Ausgang eines Referendums. Ein Referendum, dessen Durchführung ganz nebenbei viele, viele Millionen kosten wird. Und eines Referendums, von dem er sagt, das ist nicht mehr als ein besserer Treppenwitz. Die lassen über etwas abstimmen, was gar nicht mehr auf dem Tisch liegt. Und er fragt, warum holt sich diese linke Regierung in Athen nicht endlich mal die Steuern der Reichen? Herzlich willkommen dem ZDF-Wirtschaftsexperten Reinhard Schlieker. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, so viel. So viel Zank und Streit. Gut also, dass es jemanden gibt wie Sie, der sich beruflich mit der Frage aller Fragen beschäftigt, nämlich, was macht uns eigentlich glücklich? Um das herauszufinden, hat sie 13 Länder mit dem höchsten Glücksindex bereist und sagt, in der Rangliste der glücklichsten Länder sind immer dieselben Pappenheimer vorne und Deutschland ist immer nicht dabei. Und wie kommt es eigentlich, dass auf die Frage, haben Sie Vertrauen in Ihre Mitmenschen, in Deutschland nur 37% mit Ja antworten, in Dänemark dagegen fast 70. Und was ist mit dem Hirnforscher, der behauptet, dass man sein Gehirn mit genau drei Dingen glücklich macht? Wasser trinken, Sport und Nächstenliebe. Herzlich willkommen, Maike van den Boom. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, spannend. Ja, und es wird interessant sein zu hören, wo er die glücklichsten Menschen der Welt vermutet. Ein Mann, der pro Jahr, und jetzt bitte mal festhalten, etwa anderthalb Monate ununterbrochen in der Luft ist, weil er im Jahr ungefähr 16 Mal um die Welt reist, von Konzert zu Konzert. Das war so für ihn vom Schicksal eigentlich nicht vorgesehen, von seiner Oma dagegen schon. Denn er ist in Eisenhüttenstadt aufgewachsen und seine Westoma war es, die ihm die erste Schallplatte nach drüben geschmuggelt hat. Und er erinnert sich gut an den Kulturschock, als er Jahre später mit seiner Mutter selbst ausreisen durfte und sagte, zu sehen, dass es an einer Westtankstelle mehr Lebensmittel gab als in jedem DDR-Supermarkt. Das hat mich wirklich erschüttert. Wie ihn das politisiert hat, warum er sich so für Kinder engagiert und warum ihm seine alten Freunde aus dem Osten bis heute seltsam fremd geblieben sind, das werden wir ihn fragen. Herzlich willkommen einem der erfolgreichsten Musiker der Welt, Paul van Dyk. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, und weil wir
Weil wir gerade sehen, wie unser System, das sich fast nur noch um Geld dreht, böse gegen die Wand fährt, macht es möglicherweise Sinn, einen zu fragen, der es ganz anders gemacht hat in seinem Leben, nämlich ihn. Die Kolleginnen, die sich im Vorfeld für die Sendung mit ihm beschäftigt haben, haben in das Dossier den schönen Satz geschrieben, ich zitiere jetzt mal wörtlich: Es umweht ihn eine vergeistigte Aura, wenn er auf seinem Damenfahrrad langsam durch Schwabing gondelt, ein Mann auf dem Weg ins Nirgendwo. Vor wenigen Tagen ist er 75 Jahre alt geworden, immer auf der Suche nach einem anderen Leben. Das erste Gefühl meinen Eltern gegenüber war, dass das gar nicht meine echten Eltern sind, hat er mal erzählt. Und bis heute lebt er in einem Harem mit 5 Frauen, was alle immer noch zu den wildesten Fantasien anregt, weil alle immer noch an Uschi Obermeier denken. Er aber sagt, ich fand es schrecklich, jeden Tag Sex haben zu müssen. Herzlich willkommen also einem Idealisten, der bis heute glaubt, dass wir unser Leben hier auf Erden irgendwie besser hinkriegen könnten. Rainer Langhans, freue mich sehr. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Weitgereiste Menschen heute hier. Sehr polyglott. Herr Schlieker, bevor wir in die große, weite Welt hinausreisen, müssen wir jetzt einmal ganz kurz nach Griechenland abbiegen. Können Sie uns einmal erklären, was dort in den letzten Tagen passiert ist? Und heute auch im Speziellen. Genau genommen müsste ich sagen, ich kenne eigentlich niemanden, der das erklären kann. Man kann es vielleicht beschreiben, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das ist mal eine ehrliche Antwort in dem Zusammenhang, weil alle versuchen es immer, das zu erklären. Ja, aber manche versuchen sogar die Zukunft vorherzusagen. Also ich wäre da schon ein bisschen zurückhaltend okay. Und ein wenig vorsichtig bei diesen Dingen. Es ist einfach so, dass der gestrige Tag der Kulminationspunkt war von 5-monatigen Verhandlungen, bei denen man manchmal dachte, die verhandeln auf verschiedenen Planeten. Und wenn sie spielen, dann spielen bestimmt 5 oder 6 Leute von denen Halma und einer spielt Schach und sie merken es nicht. Es geht darum, dass Griechenland seit 2010 Rettungsgelder der Europäischen Union, der EZB, des Internationalen Währungsfonds gebraucht hat, um den Betrieb, sagen wir mal, salopp aufrechtzuerhalten. Und in diesen 5 Jahren ist nicht viel passiert, was die Situation verbessert hätte. Es gibt andere Beispiele. Gucken wir nach Portugal, wo das sehr, sehr wohl geholfen hat. Das heißt, es sind die Strukturen nicht angegangen worden. Und es sind auch Staatsausgaben weiterhin getätigt worden, die eigentlich nicht hätten sein dürfen. Und darum, um diese Streitpunkte drehten sich die Verhandlungen. Sollen weitere Geldraten ausgezahlt werden? Denn ja, dann nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Und so weiter und so weiter. Und so weiter und so weiter. Gestern war der 30. Juni und das war der Stichtag. Ja. Griechenland ist eine Rate schuldig geblieben von 1,6 Milliarden und damit, Das ist etwas übrigens, was es so noch nie gegeben hat. Ne? Eine Industrienation, die nicht mehr in der Lage ist, einen IWF-Kredit zu bedienen. Das ist einmalig in der jüngeren Geschichte. Was bedeutet das konkret? Nun, es bedeutet zunächst, dass man sich mit Simbabwe und Somalia in derselben Gruppe befindet. Ja, und muss ja nichts Schlechtes sein. Oder? Muss nicht, aber es wäre nicht erstrebenswert, weil Griechenland ja auch gerade in diesen Tagen einen gewissen Nationalstolz demonstriert. Der Internationale Währungsfonds leitet jetzt ein ellenlanges Verfahren ein. Das erklärt erstmal den Zahlungsverzug, dann wird das Exekutivkomitee unterrichtet, dann das Direktorium und so weiter. Das ganze Verfahren kann 3 Monate dauern und dann wird offiziell Zahlungsunfähigkeit festgestellt. Man hofft natürlich, dass man es bis dahin in irgendeiner Form wieder hinbiegt. Was macht man denn jetzt in diesen 3 Monaten? Wir hören immer und immer wieder, wahrscheinlich alle hier in der Runde und auch viele zu Hause, jetzt muss es aber passieren, weil dann sind sie endgültig pleite. Jetzt hören wir, die sind jetzt irgendwie pleite, aber Staatspleite heißt gar nicht Grexit. Und jetzt sagen Sie, in 3 Monaten sind Sie dann vielleicht wirklich mal pleite. Was den IWF angeht. Aber in diesen 3 Monaten sind weitere Milliardenraten fällig. Am 20. Juli eine sehr große, über 3 Milliarden an die EZB zu zahlen. Am 20. August noch einmal. Also so wie das jetzt läuft im Moment, hat es überhaupt keine Zukunft. Und das kann auch nicht einfach so weitergehen. Also man wird jetzt irgendeine Lösung finden müssen. Aber bei den Verhandlungen hat man manchmal den Eindruck gewonnen, tatsächlich, dass die Regierung in Athen eigentlich den Grexit oder die Staatspleite, was 2 verschiedene Dinge sind, sogar als ihr bevorzugtes Ziel betrachtet hat. Denn wenn man das rational sieht, was für Mätzchen da getrieben wurden, auf gut Deutsch gesagt, und welche Beleidigungen hin und her gingen. Jemand, der ernsthaft verhandeln will, wenn ich eine Hypothek haben will und gehe zu meinem Bankberater, dann sage ich dem nicht als erstes, ich halte sie für einen kriminellen, korrupten Mitarbeiter eines verrotteten Systems. Den Kredit könnte ich mir abschminken. So, und auf der Ebene, weil wir alle ja auch in Wahrheit längst nicht mehr in der Lage sind, das wirklich zu durchdringen, was da passiert, würde ich gerne auch dieses Gespräch mal halten.
macht von außen den Eindruck, das ist jetzt das Bild, Herr Rossmann, da gibt es diese bösen Griechen und dann gibt es die guten Europäer und dazwischen bewegt sich das. Ist es wirklich so einfach oder hat das auch ganz viel mit der Feigheit anderer europäischer Spitzenpolitiker, auch deutscher Politiker zu tun? Herr Lanz, böse Griechen will ich gar nicht sagen, denn in Griechenland leben auch viele intelligente Menschen. Nein, ich meine jetzt böse Griechen im Sinne von Regierungsvertretern. Von Regierungsvertretern. Ja. Seit 1991 hat es 9 griechische Ministerpräsidenten gegeben, die versprochen haben, ihr Land zu modernisieren, die Korruption, die weit verbreitet ist in Griechenland, abzubauen. Die versprochen haben, die überbordende Bürokratie zurückzufahren. Nichts ist gelungen. Es ist leider auch heute so, man muss es sagen, dass Mogeleien mit dem Staat, Steuerhinterziehung, 70 Milliarden Steuern stehen allein aus, die der Staat bisher nicht eintreiben konnte. Es fehlt dem Land überall an Ehrlichkeit, an Redlichkeit. Die Politiker selbst sind kein gutes Vorbild. Es hat einen Parlamentspräsidenten gegeben, Namen habe ich gerade vergessen. Der war im Jahre 2012 einen einzigen Tag an der Macht. Da hat er seine Tochter einen Job gegeben in der Verwaltung. Am nächsten Tag war er nicht mehr an der Macht, aber die Tochter hatte einen Job. Und dieses Beispiel, auch wenn es extrem klingt, ist in Griechenland Alltag. Und deshalb warne ich davor, Griechenland neue Milliarden zur Verfügung zu stellen, weil ich bin sehr für humanitäre Hilfe, medizinische Hilfe, Nahrungsmittelhilfe. Aber für mich wäre die Lösung, dass wir Schluss machen, sagen Ende aus der Diskussion. Die Griechen brauchen den Drachme wieder, ja. Dann können sie wettbewerbsfähig werden. Aber dieses Spiel, was da momentan gespielt wird, keinen Tag länger, kein Euro mehr nach Griechenland. Das ist eine klare Aussage, die man aber, Herr Rossmann, deswegen frage ich nach der Ehrlichkeit oder andersrum auch nach einer möglichen Feigheit. Ich höre solche klaren Sätze, auch zum Beispiel den Satz, macht euch einfach darauf gefasst, das Geld ist weg und zwar ein für alle Mal. All diese klaren Sätze höre ich von deutschen Spitzenpolitikern nicht. Sie? Ich denke Folgendes. Herr Draghi, der in den letzten 6 Monaten an die 90 Milliarden zur Verfügung gestellt hat, würde im Falle eines Grexits Chef der EZB, erklären müssen, warum er das Geld zur Verfügung gestellt hat. Allein in den letzten 3 Monaten sind 20 Milliarden dazugekommen. Deutschland haftet mit 28%, also mit 5,6 Milliarden. Das Geld ist definitiv weg. Ich sehe nicht die geringste Chance. Und das möchte ich gerne in dem Zusammenhang noch sagen. Diese 5-monatigen Verhandlungen waren für mich schwer zu ertragen, Herr Schlieker, ganz schwer zu ertragen, weil ich hätte mir ein Ziel gesetzt von 1 Monat. Und ich denke, der eine ist Kreditgeber, der andere ist Kreditnehmer. Mhm. Und der Kreditgeber sagt die Bedingungen. Und der Kreditnehmer nimmt sie an oder lässt es bleiben. Mhm. Aber das, was wir in den letzten 5 Monaten erlebt haben, hat Europa nicht geholfen, hat Europa in der Welt geschadet. Politiker wie Herr Juncker, der mit seinem Schmusekurs einem Herrn Tsipras gegenübertritt, das war meiner Ansicht nach nicht zielführend. Ein ernstes, ein sachliches Verhalten wäre viel mehr angebracht gewesen. Diese Monate haben Europa nicht gut getan. Herr Schlieker, wenn wir da mal reingehen in diese Kredite. Sie haben gerade, das spielt ja alles auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da sind Milliarden im Spiel auf Ebenen, die man als Zuschauer so von außen kaum noch auseinanderhalten kann. Also zum einen gibt es ja diese Bürgschaften, die schon in das Jahr 2010 zurückgehen. Rettungspakete 1 und 2, das sind die Dinge, die jetzt verhandelt worden sind. Am Ende stehen da ungefähr 90 Milliarden, soweit ich das überblicken kann, für Deutschland auf der Uhr, wenn es richtig ist. Das zweite sind diese Kredite, die einfach dafür sorgen, dass Liquidität im Markt ist. Ja, diese ELA-Kredite, genau. Emergency Liquidity Assistance, also die Kredite, das viele, viele Geld, die Milliarden, die von der EZB jetzt über Mario Draghi da reingepumpt worden sind, mit der Auskunft, das brauchen wir, um griechische Banken überhaupt noch geschäftsfähig zu halten. Was passiert denn mit diesem ganzen Geld? Es ist noch mal ganz anderes Geld, über das wir da reden. Es ist nicht so schwer. Die Banken, natürlich muss man die Banken am Laufen halten, damit Menschen eben ihr Gehalt ausgezahlt bekommen, es abheben können, Einzahlungen, Überweisungen machen. Wenn der Bankensektor zusammenbricht, dann ist das Land tatsächlich am Ende. Und das wollte man verhindern. Es gingen diese ELA-Kredite über die Athener Zentralbank an die Geschäftsbanken. Was passiert ist, genau genommen,
Das wurde heute von der EZB autorisiert und morgen ist es weg, nämlich am Bankautomat abgehoben und sehr viel Geld ist ins Ausland geschafft worden. Also theoretisch hätte man auch einige der Prozentsätze der Summen direkt nach Zürich oder London überweisen können. Das wäre derselbe Effekt gewesen, wahrscheinlich ein bisschen billiger. Es ist tatsächlich so, dass die Leute in Griechenland Geld bunkern, auch zum Teil unter der Matratze. Das sind Milliarden und Abermilliarden Euros, die einfach von dort für schlechte Zeiten abgehoben wurden. Und jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, das hätten wir in so einer Situation ganz wahrscheinlich auch gemacht. Aber trotzdem ganz eine kurze Ergänzung, weil mir das sehr wichtig ist. Es ist richtig, was Sie sagen, Herr Schlieker, aber ganz viel Geld war gar nicht die Unterstützung der Banken, ist von den Banken zur Regierung gegangen in Form von kurzfristigen Schuldverschreibungen. Das heißt Staatsanleihen durch die Hintertür? Sogenannten T-Bills. Paragraph 125 der Europäischen Union sagt eindeutig... Das darf doch die EZB gar nicht. Ja, Paragraph 125 Artikel sagt eindeutig, kein Land haftet für ein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union oder der Währungsunion. Das ist ganz klar definiert und da gibt es überhaupt keine Frage. Das heißt, aber die Banken haben einen Teil des Geldes so verwendet, wie Sie gesagt haben, aber einen großen Teil auch an den Staat weitergegeben. Und das ist genau diese Staatsfinanzierung, die gar nicht sein darf. Und das ärgert mich maßlos, dass auch die deutsche Regierung nicht eindeutig gesagt haben, nein, das machen wir nicht mit. Mhm. Das ist eine Beugung des Rechts. Und unser Rechtsstaat hier kann eins nicht verkraften. Jeder muss das Recht achten und respektieren. Auch die Regierung, auch die Europäische Union, auch die Währungsunion. Und das ist hier nicht passiert und das ärgert mich maßlos. Das ist zum Beispiel auch ein Teil der Ehrlichkeit, die ich meine. Das sagt einem Wähler keiner. Ja, vieles daran ist natürlich auch Auslegungssache, wie immer bei den Juristen. Natürlich ist Staatsfinanzierung verboten. Die EZB begründet es natürlich anders, was sie macht. Sie hat ja auch zum Beispiel das nur gegen Pfand ausgegeben, aber sie hat griechische Staatsanleihen als Pfänder angenommen. In dem Moment, wo Griechenland jetzt beispielsweise die Zahlungsunfähigkeit erklärt, sind diese Dinger wertlos und dann brechen sowohl die Banken zusammen, als auch die EZB hat einen Riesenposten in der Bilanz, der nichts mehr wert Erklären ist. Erklären Sie uns mal ein anderes Phänomen. Ich habe neulich gelesen, Geschäftszahlen von Daimler, von Mercedes. Porsche, ähnliche Geschichte. Wenn es stimmt, was ich dort gelesen habe, dann stellt sich das so dar, dass Mercedes in den letzten Monaten am allermeisten Autos weltweit nicht etwa auf einem Markt wie China, Deutschland oder den USA abgesetzt hat, sondern Luxusautos nach Griechenland verkauft hat. Wie geht das? Nun, es ist natürlich schon mal erfreulich, weil die Verkehrssicherheit dann jetzt zunimmt dort. Das stimmt. Die Infrastruktur hätte vielleicht eher nach Geländewagen geschrien, aber lassen wir das mal zur Seite. Natürlich gibt es dort Leute mit sehr, sehr viel Geld. Und das dort bei einer Bank anzulegen, macht keiner, der noch ganz bei Sinnen ist. Und deshalb ist zum Beispiel die Anschaffung eines solchen Autos sicherlich eine ganz gute Idee. Wobei es da auch bessere Anlagen gibt. Aber da es auch in Griechenland kein vernünftiges Katasterwesen gibt, weiß man nicht genau, ob man Grundstücke kaufen sollte. Und man weiß nicht, wem die dann am Ende gehören. So, das ist also das eine. Auf der anderen Seite wiederum hast du, so wie heute auch, Rentner, die dann plötzlich vor Banken stehen, versuchen da irgendwie reinzukommen, weil sie versuchen verzweifelt, an ihre 60 Euro ranzukommen, die ihnen noch zustehen, weil man mehr als 60 Euro ohnehin nicht mehr bekommt. Und weil man keine EC-Karte hat, geht man dann direkt in die Bank rein und vor der Bank stehen Menschen, die darauf achten, ob derjenige, der da reingeht, alt genug ist, weil Jüngere haben gefälligst, ihre EC-Karte zu benutzen. Das heißt, da hast du doch schon anarchische Zustände. Ja, vor allem, es wird ja noch schöner. Ich habe heute einen Fernsehbericht gesehen, da stand der Reporter vor der Bank und hat genau das erläutert, dass eben nur Rentner hinein dürfen und da standen also solche kleiderschrankartigen Security-Leute vor der Bank. Wen haben die durchgewunken? Junge Mädchen, Studenten. Gut, das kann ich nachvollziehen. Kann ich menschlich auch verstehen. Ja. Aber bevor ich den ersten Rentner habe reingehen sehen, war der Bericht schon 2,5 Minuten her. Aber will nur sagen, das läuft doch, Herr Rossmann, wenn man sagt, jetzt macht doch endlich mal Schluss mit dem ganzen Ding und überlasst die im Wesentlichen sich selbst. Das ist ja eigentlich das, worauf es dann im Zweifel hinausläuft. Du sorgst dann natürlich für sehr, sehr instabile Verhältnisse. Das wird dort sehr, sehr unruhig. Ja. Und wir reden von einem Industrieland, von einem Land mitten in Europa. Ja, so viel Industrie haben die nicht. Also. Trotzdem, es ist Teil der EU und es ist an einer schwierigen Grenze. Da haben wir Ukraine und Russland ganz in der Nähe. Und all diese Dinge. Das heißt, da muss man doch auf Stabilität achten. Das kannst du doch nicht einfach so leicht... Nein, Herr Lanz. Erstens ist es so,
wenn wir jetzt keinen Schlussstrich ziehen. Wir sind bei 325 Milliarden plus die 90 Milliarden, diese Art, die Notkredite, das sind über 400 Milliarden. Wir müssen heute aufpassen, als europäische Gemeinschaft, dass nicht wir auch notleidend werden, weil man kann nur in gewissem Umfang helfen, irgendwann geht es nicht mehr. Die führenden Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, Clemens Füst, Hans-Werner Sinn, sagen, dass es Griechenland nach einer Übergangszeit von 1 bis 2 Jahren, wo es tatsächlich sehr schwierig wird. 1 bis 2 Jahre, sehr lange Zeit, ne? Ja, aber nach der Übergangszeit könnte es in Griechenland aufwärts gehen, weil mit der Einführung der Drachme würde die Tourismusindustrie einen enormen Aufschwung erleben, weil es einfach günstig wird, billig wird, nach Griechenland dort Urlaub zu fahren. Machen, ja. Griechenland importiert 50% seiner Nahrungsmittel vom Ausland her, obwohl Griechenland in der Lage wäre, mit ausreichender landwirtschaftlicher Fläche sich selbst zu versorgen. Die Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass Zehntausende von Griechen, die jetzt ihr Geld im Ausland gebunkert haben, das Geld oder einen Teil davon zurückbringen würden und in Griechenland wieder investieren würden. Also die Verhältnisse in Griechenland sind so, und das ist jetzt die positive Nachricht, es kann eigentlich nur besser werden, wenn man die Schiene umdreht. Wenn man aber so weitermacht wie bisher, weil man sagt, die Menschen tun einem leid. Ja, die Menschen würden mir auch leid tun. Aber wenn man so weitermacht wie bisher, werden wir in einem Jahr hier sitzen und in 2 Jahren und die Verhältnisse werden immer schlimmer. Und wir werden nicht mehr über 410 Milliarden reden, sondern über 500 Milliarden. Wir müssen jetzt einen neuen Weg finden. Ja. Das ist unbedingt Voraussetzung. Es geht aber nicht nur um Geld. Es geht nicht nur um Geld. Das Tragische an der Situation ist ja, ich habe dieses wirklich Papier gelesen, was der letzte Vorschlag der beteiligten Institutionen gewesen ist, die man früher Troika nannte. Da stehen einfach wirklich sehr vernünftige Dinge drin und die vor allem auf Strukturreformen abzielen, auf eben Bekämpfung der Korruption, auf eine Einführung eines etwas gerechteren Rentensystems, wo die Einzahlung auch was damit zu tun hat, was man am Ende bekommt und nicht irgendwie, ob man Regierungsbeamter ist oder nicht. Denn diese Dinge kann jede vernünftige Athener Regierung umsetzen oder zumindest in Angriff nehmen, glaubwürdig. Wir haben einfach das Problem, dass man es dort nicht will, dass man irgendwie offenbar doch an ein Wolkenkuckucksheim denkt und glaubt, man könnte da leben. Und da, wo wir jetzt sind, wird man zum Beispiel also den Grexit nicht unbedingt haben. Aber eine ganz gefährliche Entwicklung könnte es sein, dass Griechenland beispielsweise eine Parallelwährung einführt. Mhm. Schuldscheine. Diese Schuldscheine können auch gehandelt werden. Wenn ich einen habe, gebe ich den meinem Nachbarn, kriege dafür Gemüse. Dann hat man diese Parallelwährung. Dann könnten sie im Euro bleiben, aber sagen, unsere Schulden zahlen wir nicht. Wir schieben die jetzt alle ab in so eine große Bad Bank. Da sind sie, werden nicht in weiter so bedient. Der Euro ist weiterhin die Umlaufwährung im Land. Das gibt es ja in vielen Ländern. Der Euro zwar offiziell nicht von diesem Land mit ausgegeben wird, nehmen wir Montenegro. Aber er ist die Währung. Das Land hat gar keine eigene andere. Ne? Der Euro ist einfach die Alltagswährung. Und dann würde die Währungsunion am Rand zerbröseln. Also ich glaube schon, wir sollten den Politikern in Brüssel, dann eben auch in Berlin, Paris und so weiter schon zugutehalten, dass sie ein paar mehr Dinge im Auge haben als unmittelbar eben die Finanzierung des Staates. Denn da kommen geopolitische, es kommen wirtschaftspolitische und auch kulturpolitische Dinge mit ins Spiel. Mhm. Und wenn jemand Sorge hat um Europa, dann würde ich ihm, wenn das einer unserer Politiker ist, das schon einmal abnehmen, dass er diese Sorge tatsächlich hat. Ich möchte ihm noch kurz was entgegnen. Herr Schlicker, ich bin bei Ihnen, vielleicht geht auch diese Zwei-Währungslösung, da will ich mich nicht festlegen. Aber Juncker hat gesagt am Wochenende, er fühlt sich verraten. Schäuble sagt, das Vertrauen ist zerstört. Also ich hätte als Unternehmer überhaupt kein Interesse daran, mit Menschen einen Vertrag zu machen, mit denen ich so viel in den letzten 5 Monaten schon erlebt habe, einschließlich diesen ganz schlimmen Satz von Herrn Tsipras an sein Volk, die Zeit der Entbehrung ist vorbei. Also ist das verachtend den Menschen gegenüber? Die Menschen leiden, die haben wenig. Und ich sage, die Zeit der Entbehrung ist vorbei. Was für ein Mensch ist das? Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, also da muss man mir nicht viel mehr erklären. Da weiß ich, was ich von jemandem zu halten habe. Ich glaube, jeder Vertrag, den wir mit Tsipras machen, ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Deshalb wäre es sicherlich wünschenswert, Griechenland würde eine andere Regierung bekommen, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Geht meiner Ansicht nach gar nicht.
bindet viel zu viel Energie. Wir haben in Europa ganz andere Probleme. Denken Sie an Mittelmeerflüchtlinge, an Ukraine, an arme Länder wie so. Also mit den Leuten würde ich nicht zusammenarbeiten wollen. Und ich würde diesen harten Kurs fahren und nicht weiter mit entgegenkommen. Sind Sie als Unternehmer in Griechenland engagiert? In der Türkei Nein, nein, ja, aber in Griechenland. Warum nicht? Ja, ich kann ja nun nicht überall sein. Ich meine, ich habe ja nur einen großen Betrieb. Moment. Wenn man zum Beispiel war vor kurzem in Warschau, glaube ich, war es. Ja. Da gehst du in die Halle rein und das Erste, was dich anlächelt, sind große rote Buchstaben. Ja, in der Türkei zum Beispiel auch. Ja. Warum nicht in Griechenland? Trauen Sie dem System nicht? Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir sind in 6 Ländern. Mit dem, was ich verdiene, wird die Familie satt und ich auch. Also ich muss nicht überall sein. Es geht ja um eine unternehmerische Entscheidung. Ja, aber die ist nicht so ausgerichtet, Herr Lanz, dass ich sage, also Rossmann überall in der Welt, sondern wir machen das sukzessiv. Vielleicht gehen wir noch mal in ein neues Land, aber das muss nicht unbedingt Griechenland sein. Das hat jetzt aber nichts mit der Problematik zu tun. Das war nämlich der Hintergrund für die Frage. Trotzdem zum Schluss die Frage an Sie. Was sagt Ihnen denn das über deutsche Spitzenpolitiker, zum Beispiel auch über die Bundeskanzlerin, von der wir erstaunlich wenig hören? Haben Sie nicht das Gefühl, wie viele andere auch, es wäre mal Zeit für ein offenes Wort, möglicherweise auch mal eine Stunde im Fernsehen, um Menschen mal zu erklären, worum es eigentlich geht und was man denkt und was dort eigentlich geredet wird in diesen endlos langen nächtlichen Sitzungen? Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, Herr Lanz, weil das ist auch etwas, was ich gerne mal sagen möchte. Viele führende, nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern zum Beispiel auch Jens Weidmann, der Chef der Bundesbank, immer einer der wichtigsten Persönlichkeiten. Und immer auch einer der Kritiker. Schon seit Jahren, dass es nicht so weitergeht. Ja? Mhm. Die früheren Chefvolkswirte bei der EZB, einer heißt Stark, der andere, glaube ich, Relling. Ich weiß es. Issing, ja. Sagen, das geht nicht so weiter. Also wir haben doch wirklich kluge Expertise. Bei Schäuble erlebe ich seit 2 Monaten, dass er diesen Kurs auch nicht mehr mitmacht. Ich habe die Politik die Sprache von Frau Merkel, insbesondere diesen für mich nicht verstehbaren Satz, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also der Wille muss aber bei beiden da sein, nicht nur bei uns und bei Europa, muss auch in Griechenland da sein. Ich wünschte mir mehr Klarheit und diese zögerliche Haltung von Frau Merkel kann ich nicht nachvollziehen. Ist tatsächlich schwer zu durchschauen. Man muss natürlich auch immer wissen, mit jedem kleinen Satz, mit jeder Äußerung, die tun, lösen die im Grunde sofort einen Flächenbrand aus. Herr Schlieker, zum Schluss die Frage, was muss denn jetzt passieren? Also es wird immer wieder die drohende Staatspleite an die Wand gemalt. Die Wahrheit ist, seit 5 Jahren ist dieses Land eigentlich de facto pleite. Jetzt wurde ein Szenario an die Wand gemalt, immer wieder. Wenn das passiert, dann werden die Börsen weltweit in den Keller rauschen. Dann werden schlimmste wirtschaftliche Verwerfungen stattfinden. Nichts von alledem ist ja bis jetzt eingetreten. Die Börsen haben ja zum Beispiel auch erstaunlich gelassen auf das reagiert. Ja, und der Eurokurs hat sich kaum bewegt. Es ist in der Tat so, dass man einfach, da das Ganze unbekanntes Territorium ist und wir mit sowas überhaupt keine Erfahrung haben und auch nicht wissen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, dass man da einfach erstmal das Schlimmste annimmt, was also an Börsen und empfindlichen Finanzmärkten der Fall ist. Tatsache ist, dass jetzt also auch Finanzmärkte natürlich international sehen, dass dieses Art, irgendjemand hat mal den Spruch geprägt, das ist Känguru-Politik, ja, mit leerem Beutel große Sprünge machen. dass es so nicht weitergeht und dass eben von nichts auch nichts kommt. Und die Finanzmärkte sehen einfach, dass diese Verhandlungen ja so fast bewusst gescheitert worden sind, würde ich mal sagen. Und dass nichts Dramatisches, keine dramatischen Auswirkungen eingetreten sind. Also es sind keine Banken pleite gegangen in Frankreich, in Großbritannien, in den USA, wo auch immer. Dass man jetzt fast sagt, also egal welchen Ausgang das Drama nimmt, es ist uns alles recht, Hauptsache es ist bald zu Ende. Denn aber Sicherheit ist dann einfach, entweder ich möchte dann gerne wissen, wie katastrophal ist es wirklich, oder ich möchte wissen, wie schön ist es wirklich. Aber dieses ewige sich hinziehen, das hält kein Mensch aus. Aber das heißt, die Börsen können ja ganz offenbar und die Wirtschaft auch damit umgehen, weil sie stark und gesund ist in einem großen Teil des Euroraums. Ärgert es Sie dann im Nachhinein, wirklich letzte Frage, wenn man mal 2010 zurückblickt, das war ja der Moment des Sündenfalls, wo man anfing, private Schulden von Banken, von privaten Investoren, die griechische Staatsanleihen hatten, zu verstaatlichen und damit zur Sache von europäischen Steuerzahlern zu machen. Das heißt, man hat im Grunde Schulden sozialisiert. Ärgert Sie das im Nachhinein? Weil man heute eigentlich weiß, wahrscheinlich hätte man das anders machen können.
Natürlich hätte man es anders und besser machen können, aber wir leben in einer unvollkommenen Welt, in einer realen Welt, in der man tatsächlich sich vorantasten muss. Also ich würde den Akteuren da schon noch so ein bisschen im Zweifel guten Willen zusprechen. Ich denke, dass wir am Ende, wenn wir darauf mal zurückschauen in einigen Jahren, sagen werden, dass das eine ganz heilsame Entwicklung sogar war. Und dass wir einiges daraus gelernt haben. Es könnte sein, dass die Währungsunion, dass Europa daraus sogar gestärkt hervorgeht, weil es sich herausgestellt hat, mit einer Unkultur, mit bösem Willen, mit Schlendrian kommen wir nicht weiter. Es müssen die Regeln angewendet werden, auch die längst fast vergessen geratenen Maastricht-Kriterien. Das war eine sehr, sehr kluge Sache, dass die damals eingeführt wurden. Wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, uns alle mal an die gemeinsamen Regeln in Europa zu halten, dann geht die Währungsunion tatsächlich den Bach runter. Und dazu könnte das jetzt ein bisschen der Weckruf gewesen sein, so Griechenland praktisch als der Katharsis-Auslöser in der antiken Tragödie. Wir sehen, der tragische Held scheitert und alle anderen können sich daran ein Beispiel nehmen und es besser machen. Also, herzlichen Dank Ihnen beiden. Würde gerne Paul van Dyk fragen an der Stelle, der und auch Sie beide. Ja, genau, auch zum Thema Griechenland. Nur eine kurze abschließende Bewertung. Als jemand wie Sie, der so viel weltweit auch unterwegs ist, verfolgen Sie das, was dort passiert? Und was ist denn sozusagen die Stimmung weit weg von Europa? Wie schaut denn die Welt da drauf? Natürlich verfolge ich das. Also man kommt ja auch nicht drum rum. Aber ich glaube, der Grund, warum wir eine europäische Verantwortung haben für das, was da abgeht und nicht einfach die so beiseite schieben können, ist die Tatsache, es war bereits bei Einführung des Euros klar, dass die weder strukturell noch ökonomisch überhaupt die Kriterien erfüllen. Das heißt, ob wir jetzt Maastricht anwenden oder nicht, ist völlig Wurst, weil die haben sie damals schon nicht erfüllt. Deswegen haben wir eine Verantwortung. Sie sind aufgenommen worden und damit müssen wir jetzt dealen. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, wir haben ja ein riesiges ökonomisches Problem, was aber offensichtlich gar nicht versucht wird, auf der ökonomischen Ebene richtig gelöst zu werden. Sondern wenn ich mir die Herrschaften angucke in Griechenland, dann nehmen die Worte in den Mund wie Demütigung des griechischen Volkes, wie Folter. Da geht's um Ideologie. Das hat alles nichts damit zu tun. Die wollen ein anderes Wirtschaftssystem und versuchen aber mit den Mitteln unseres Wirtschaftssystems ihre Probleme zu lösen. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Das ist nicht kompatibel. Aber da heraus irgendwie ergibt sich für uns als Europäer, für die Menschen in Griechenland, ich bin da völlig auf Ihrer Linie, was diese Regierung betrifft, das ist inakzeptabel. Das sind Amateure, das sieht man bei allem, was sie da in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Aber ich halte es für wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die Griechen da genauso wie wir Europäer sind. Wir haben eine Verantwortung für die Leute dort vor Ort, weil wir haben sie eingeladen, dem Euro beizutreten als Währungsunion. Und auch deutsche Autos Verantwortung, zu kaufen. Und diese Verantwortung haben wir. Also, Paul van Dyk, Clara Halb, Rainer Langhans. Würde mich interessieren, der wie drauf guckt. Können Sie dem zustimmen, was Paul van Dyk gesagt hat? Ich weiß es nicht. Ich beobachte das natürlich aus einer gewissen Entfernung, weil mich solche Politik eigentlich nicht mehr so besonders interessiert. Weil ich finde, dass wir eine ganz andere Politik eigentlich machen oder machen müssten. Und in dem Zusammenhang allerdings interessiert mich sehr wohl, was diese Griechen da versuchen. Und ich finde das wirklich außerordentlich toll eigentlich, was sie da machen. Und was die aktuelle Regierung dort macht? Ja. Und zwar im Namen der Griechen, die sie gewählt haben, wohlgemerkt. Ja. Was finden Sie toll? Kann die nicht einfach immer nur als Idioten hinstellen, die Griechen gar nicht wollen. Die haben die gewählt und zwar aus ganz guten Gründen heraus. Auch aus Protest. Ja, aus Protest gegen die alten Verhältnisse, die sie leidvollst erlebt haben. Nämlich eines sehr neoliberalen Finanzkapitalismus, unter dem sie wahnsinnig gelitten haben. Nicht? Deswegen haben die Leute gewählt, die gesagt haben, wir wollen was ganz anderes. Das ist weil wahr. Das ist schlimm, was da gewesen ist. Und da haben wir wirklich jetzt mal den Mut aufgebracht, zu sagen, wir wollen was ganz anderes. Jetzt haben sie Leute gewählt, die da tatsächlich eine gewisse, wie soll man sagen, Andeutung gemacht haben, dass man das auch anders machen könnte. Zumindest wollen sie das so. Jetzt verhandeln hier unsere guten alten neoliberalen Finanzkapitalisten nicht mit denen. Und die verstehen sie natürlich nicht. Weil die können ja nicht verstehen, dass es was anderes gibt. Und da mache ich denen allerdings einen ziemlichen Vorwurf. Also zum Beispiel auch Ihnen und so weiter, die das einfach nicht verstehen. Die nur immer sagen, mit denen kann man nicht verhandeln. Die halten ja die ganzen Sachen nicht ein. Das sind überhaupt keine Verhandlungspartner. Das hat sich doch herausgestellt und so weiter.
Für mich ist das nur ein Zeichen dafür, dass diese Verhandlungspartner nichts verstehen, was die wollen. Sie meinen die europäischen Verhandlungspartner? Sie haben nämlich auch die Erfahrung nicht gemacht, die sie gemacht haben, die Griechen nämlich, dass dieser neoliberale Finanzkapitalismus verdammt schlecht ist für die Leute. Okay, dann die haben wir ja noch nicht gemacht. Okay. Diese Diskussion. Und das verstehen die anderen natürlich nicht, weil sie zeigen auf Herrn Rossmann, der gerade schon Schnappatmung hat. Herr Rossmann, Sie können jetzt einmal eingreifen. Herr Langhans, der griechische Staat braucht Geld, wie jeder Staat. Und das Geld müssen die eigenen Bürger aufbringen. Mit Lohnsteuer, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer. Und wenn Griechenland so schlecht organisiert ist, und die sind so schlecht organisiert, und eine extrem schlechte Wettbewerbsfähigkeit haben, dass sie auch nichts exportieren können, sogar noch die Lebensmittel importieren. Tomaten importieren. Dann ist das ein wirklich griechisches Problem. Und es ist nicht unser Problem, es ist ein griechisches Problem. Griechen wollen aber von uns Geld haben. Das hat alles mit Neoliberalismus überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit Verantwortung zu tun, dass ein Staat Verantwortung hat für die eigenen Bürger und die Bürger für den eigenen Staat. Das hat nichts mit Deutschland oder Belgien zu tun oder mit Dänemark oder Frankreich. Das hat was mit Griechenland zu tun. Und in Griechenland gibt es eine unendliche Korruption. Es gibt die Mogeleien bei Behörden. Schmiergelder sind die Regel, nicht die Ausnahme. Ja. Wenn Sie ein Haus kaufen in Griechenland, dann gibt es einen offiziellen Vertrag mit dem Anwalt und dann gibt es Bargeld. Solche Staaten funktionieren so nicht, sondern sie brauchen ehrliche Bürger. Ja. Und das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Das hat was mit den Bürgern und mit dem Staat. Allerdings. Nein, wir reden hier über Griechenland. In anderen Ländern funktioniert das. In Deutschland reichen die Steuereinnahmen und die Ausgaben. Wir haben unser Land hier in Ordnung gebracht. Wir haben eine starke Industrie aufgebaut. Das hängt mit den Menschen zusammen. Dass Gewerkschaften, Betriebsräte, Manager und Unternehmer und Arbeitnehmer und Arbeitgeber toll miteinander gearbeitet haben. Wir waren auch mal der kranke Mann Europas vor 15 Jahren. So, das haben andere gesagt. Und dann kam die Schrödersche Reformpolitik und wir haben unser Agenda. Land wieder nach vorne gebracht. Das ist Realität. Ich kann Sie nicht verstehen, Herr Langhans. Ja, ist klar. Ist aber, Herr Langhans, ich versuche es mal von der anderen Seite. Neben Ihnen sitzt Frau van den Boom, die durch sehr viele Länder gereist ist. Wie ist es denn in anderen Ländern? Wenn Sie zum Beispiel auf Skandinavien mal schauen, auf Dänemark schauen, auf Schweden zum Beispiel mal schauen, dort gibt es einen, das ist zumindest meine Beobachtung immer gewesen, einen anderen Sinn für Gemeinschaft. Irre ich mich da? Ja, also was man allein daran schon sieht, dass zum Beispiel alles gläsern ist. Jeder weiß ganz genau, wer wie viele Steuern an den Staat überweist. Ja. Und Steuerhinterziehung ist eigentlich absolut verpönt. Das ist kein Volkssport, das ist nichts, von dem man sagt, lass mal schauen, wo es da noch irgendeinen Weg gibt, sondern man zahlt Steuern auch aus Überzeugung. Kann man so weit gehen? Man zahlt Steuern aus Überzeugung, ja. Also ich habe Menschen dort gesprochen, die sagen, ja, du kannst dreimal pro Tag duschen, du kannst essen, wenn es dir schlecht geht, wirst du aufgefangen. Mhm. Ja, wir zahlen unglaublich viele Steuern hier, aber deshalb funktioniert auch das System. Es hat sich in den skandinavischen Ländern nie jemand über Steuern beklagt, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl der Gemeinschaft ist. Dass man, was vielleicht hier auch ein bisschen der Volkssport ist, wie spare ich Steuern, das macht man einfach nicht, weil man weiß, ich habe meine maximale Freiheit, mich zu entfalten, aber nur, weil ich in einer Gemeinschaft aufgehoben bin. Ich tue das nicht auf Kosten anderer sozusagen. Genau. Da hört das auf. Ja? Und Griechen, jetzt um mal auf Griechen zu kommen, die sind bei einer 6,1 auf der Glücksskala. Die sind nicht besonders glücklich, waren es vorher auch nicht. Sie sind jetzt also noch ein vor Stück, der Krise auch nein, nicht. Nein, genau. Und sie sind jetzt noch unglücklicher geworden. Und das kann man nachvollziehen, warum sie jetzt gerade unglücklich klar, sind. Klar, aber warum also waren sie... Ich meine, weil den einzelnen Griechen trifft es wirklich hart im Moment. Ne, stimmt, muss man sagen. Aber wieso waren sie davor auch schon unglücklich? Ja? Weil eben in der Tat das System so korrupt ist, dass die Menschen überhaupt keine Chance haben, freiheitlich ihr Leben irgendwie selbst zu gestalten. Weil du stößt ja immer irgendwann an eine Grenze, wo wieder Korruption ist. Und Freiheit und Vertrauen in andere Menschen ist einer der wichtigsten Glücksfaktoren in allen Glücksländern. Das ist interessant, was Sie da sagen. Das heißt, du zahlst Steuern und Steuern zahlen macht dich glücklich? Kann man das so zusammenfassen? Es macht dich glücklich, einen Beitrag an die Gesellschaft zu geben. Ja, dich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, die das als gemeinsamen Konsens hat. Also der, ja, und der, es wird, aber das ist ja nicht immer so, dass man sagt, es ist ja nicht immer so einfach. Ach, die Steuern machen glücklich. Nein,
man muss auch nicht vergessen, es ist ja immer ein bisschen komplexer. Die Menschen vertrauen aber auch ihrer Regierung, die vertrauen einander. Ja. Was vorhin gesagt wurde, ne, was er gesagt hat, die 68% der Dänen vertrauen ihren Mitmenschen, ist auch ein großes Vertrauen in den Staat. Ja, das ist unglaublich, ne? Also 70% Nachbarland, das ist ja direkt vor unserer Haustür. Also so unähnlich sind wir uns ja alle nicht. Wir sitzen hier in Hamburg, das sind auch schon fast Dänen, möchte ich sagen, ja? Und insofern, also das ist ja von der Mentalität, kannst du sagen, die haben auch genauso viel schlechtes Wetter und ab und zu mal ein bisschen Sommer. Und also die haben mit denselben Widrigkeiten zu kämpfen wie wir hier auch. Warum vertrauen die sehr viel mehr auf den anderen, als wir das hier tun? Also zum Ersten kannst du gar nicht gut korrupt sein in Schweden, weil nämlich jeder die Steuererklärung seines Nachbarn einschauen darf. Mhm. In der Tat, das ist so, das ist das Transparenzprinzip. Mhm. Warum jetzt ein Land, warum in einem Land Menschen einander mehr vertrauen als in einem anderen Land? Wir sind da ja da auch keine Weltmeister drin. Da hat man noch keine genaue Erklärung für, warum wir jetzt so misstrauisch sind. Da kann man in unsere Geschichte zurückschauen, da kann man schauen nach German Angst. Ne? Ja, aber trotzdem ist das interessant, was Sie sagen, also dieses Gemeinschaftsgefühl, italienische Situation. Ja? Ich war beim Militär in Neapel, habe dort Menschen, nicht alle, aber Menschen erlebt, die morgens nur mit dem Gedanken aufstehen, wen muss ich heute wie aufs Kreuz legen, um arbeitsfrei durch den Tag zu kommen, kann man so sagen. Habe ich erlebt. Und diese Mentalität der Steuervermeidung um jeden Preis, das ist eine, die zum Beispiel auch Norditalien nicht etwa in den Griff gekriegt hat, was den Süden angeht, sondern ganz im Gegenteil, ist eine Mentalität, die sich mittlerweile beängstigenderweise fast exportiert hat. Das heißt, das eine steckt das andere durchaus auch an, nicht etwa umgekehrt. Also warum funktioniert es dort? Das ist übrigens auch die Erklärung, warum Menschen immer so erstaunt sind, warum Italien jetzt nicht glücklich ist. Weil jeder denkt, ach, so schönes Urlaubsland. Aber das ist mit einem Grund, dass halt die Gemeinschaft da nicht ganz ehrlich gelebt wird. Das heißt helfen. Ja, und Gemeinschaft heißt ja nicht macht mehr. Macht auch glücklich. Ja, Werte machen glücklich. Werte machen glücklich und gelebte Werte. Das heißt also nicht nur die Verbundenheit mit Menschen, sondern sich auch in einer Art und Weise zu begegnen, die wertschätzend ist, konsensorientiert. Mhm. Harmoniebedürftig. Das sind ja alles Dinge, die bei uns in Deutschland jetzt nicht so stark ausgeprägt sind. Also wer den anderen immer gerne Recht gibt und sich zurücknimmt, vor allen Dingen sich selber nicht so wichtig zu nehmen, der wird ja eher so als kleiner Schlappschwanz genannt. Aber in diesen Ländern ist das ein Zeichen menschlicher Größe. Interessanterweise, alle skandinavischen Länder, wirklich alle, Island sogar mitgerechnet, sind da drin. Platz 2, ja. Genau, Island Platz 2. Die Schweiz ist auch drin, soweit ich weiß. Wer ist auf Platz 1? Costa Rica. So, Costa Rica ist jetzt, sagen wir mal, ein Hort der Steuerehrlichkeit immer gewesen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist so, es gibt Gemeinsamkeiten in den Ländern. Es sind ja immer ganz unterschiedliche Kulturen. Wenn du jetzt Costa Rica nimmst oder Australien oder Island, da denkst du, was haben die miteinander gemeinsam? Warum sind die alle glücklich? Wenn man über das Glück spricht, sind immer bestimmte Sachen, da sagen sie die gleichen Sachen. Das ist sehr erstaunlich. Und Costa, es ist aber nicht so, dass alle Sachen hier jetzt immer gelten müssen, um glücklich zu sein. Mhm. Costa Rica hat in der Tat, so wie Kolumbien zum Beispiel, diesen starken Familienverbund. Kolumbien ist da auch drin? Kolumbien ist da drin, ist Panama auch drin. Und Mexiko. Aber Kolumbien ist eines der korruptesten Länder der Welt und Mexiko auch, direkt. Mexiko auch. Panama auch. Ja, stimmt. Für die Länder gilt aber... Ja. Das heißt, Korruption spielt aber schon in diesen Ländern eine gewaltige Rolle. Genau, also Lateinamerika macht aber nicht unglücklich, nennt die Glücksforschung den Lateinamerika-Paradox. Also, weil das sagen wir immer gerne, wenn sie nicht genau wissen, woran es liegt. Es ist ein Paradoxon. Das ist dann immer gerne ein Paradox. Ja. Ich denke aber in der Tat, dass es an den engen Beziehungen liegt und auch an der Gelassenheit. Ja. Und dem unglaublichen Humor, die Menschen an den Tag legen, dem Leben gegenüber. Ja. Sie haben auch in der Tat keine andere Chance. Ja. Aber sie finden zum Beispiel menschliche Calidez Humana, also die Beziehung unter Menschen, sehr viel wichtiger als Materielles. Wir denken immer, die sind ja so arm und korrupt, die können ja nicht glücklich sein. Die sagen aber, ihr seid eigentlich arm. Denn ihr vermisst das, was bei uns Reichtum ist. Ihr habt keine menschliche Wärme. Ja, Kinder zum Beispiel. Aber auch keine, diese menschliche Wärme, dass man einfach, dass ein Kolumbianer mir sagt, du musst deinen Mitmenschen lieben. Das sagt ja hier kein Mensch. Würde ich so nicht sagen. Doch, gibt ja, aber ich dass ich sage, du musst deinen Mitmenschen lieben und mit deinen Mitmenschen teilen. Der Unterschied ist, glaube ich, nicht. Das wird in der Regel in Europa sonntags von der Kanzel gepredigt, aber da gelebt.
Täglich. Im täglichen Leben. Täglich. Ja. Also, man liebt auch den Autofahrer, der gerade mit 29 durch die 30er-Zone prescht, zum Beispiel. Man liebt auch die Bäckerfrau, kann die nicht mal schneller machen. Ne? Bei uns ist immer schnell so ein Aggressivitätsniveau. So kann die nicht mal schneller, kann die sich nicht mal. Aber mit 29 durch die Fußgängerzone geht auch nicht. Also ich finde, 30 müssen dann schon sein. Aber Fußgängerzone geht sowieso nicht. Aber wo ist denn Deutschland in diesem Ranking? Ich habe das. Wir variieren so zwischen 30, 28. Also in diesem Ranking, was ich genommen habe. Es gibt verschiedene Rankings. Aber wir sind doch eines der reichsten Länder der Erde. Ja, aber Reichtum macht ja jetzt. Aber auch in vielerlei Hinsicht reich, meine ich jetzt. Also nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell, Geisteswissenschaften, alles, was damit dranhängt. Ja. Und wir sind auch, wenn man mal andere Länder sich anschaut, immer noch auch ein sehr soziales Land. Ja, wir hätten allen Grund. Da helfen die Starken den Schwachen. So ist es doch in diesem Land. Genau, und das fand ich halt auch so erstaunlich. Auch wenn das häufig anders beschrieben wird, aber das ist so. Deshalb bin ich ja damals auch losgereist, weil ich dachte, wir haben ja alles, wir sind ein reiches Land, in der Tat, in allen Hinsichten. Und trotzdem klagen wir oft und gerne über alle möglichen Dinge, die schlecht geregelt sind und was alles nicht funktioniert. Ja, wir wollen es ein bisschen besser machen noch. Ja, es ist halt auch vielleicht der Perfektionismus, an dem wir gerne scheitern. Sie haben ja dieses Ranking gar nicht erstellt, ne? Sondern das ist etwas, was es ganz hochoffiziell und basierend auf Statistiken gibt. Mhm. Konnten Sie das alles nachvollziehen, wenn Sie all diese Länder wirklich bereist haben? Also konnten Sie verstehen, warum die dort glücklicher sind als wir hier zum Beispiel? Das konnte ich verstehen, ja. Also die meisten Menschen haben schon, das fängt eigentlich mit Punkt Nummer 1 an. Fragt die Leute mal, ob sie sich selber als eine glückliche Person bezeichnen würden. Ich habe ja nicht gefragt, das ist immer ganz wichtig, ich habe ja nicht nach diesem Hochgefühl von Glück, was kurz mal vorbeiflattert, wo die Leute sagen, ah, das ist doch subjektiv und so weiter. Wenn die Endorphine durch den Körper rauschen. Kann man das messen? Nee, es ist so dieses positive Grundsurren, was die Menschen einfach im Leben haben. Danach habe ich gefragt, also würdest du dich als eine glückliche Person bezeichnen? Wenn du dann ist in den Ländern einfach ganz logisch, das ist das Wichtigste, was es gibt. Natürlich. Mhm. Also erstmal schauen wir mal, wie richte ich mein Leben so ein, dass ich eine glückliche Person sein kann. Und dafür macht man auch Abstriche, die wir nicht so gerne machen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mir ist das noch so ein bisschen zu verträumt. Machen Sie es mal ganz konkret. Welche Abstriche macht man da? Wenn du jetzt in Schweden bist. Schweden ist das individualistischste Land. Russ? Individualistischste Land der Welt. Das heißt, jeder nach seiner. Die Schweden machen einfach ihr Ding. Also ich habe einen Schweden interviewt auf einer Fähre, der sagte, weißt du was, sorg dafür, dass dein Leben nie langweilig ist. Ändere dein Leben, ändere deine Arbeit, ändere alles, lauf rückwärts. Sieh die Schönheit des Lebens. Mach was aus deinem Leben, Mann. Und ich merke einfach in Deutschland, dass oft die Leute sitzen bleiben und denken, ja, ich habe jetzt eine Banklehre gemacht. Ja, da muss ich jetzt natürlich da drin bleiben. Sie haben es mal so beschrieben und haben gesagt, im Grunde ist es eigentlich erst BAföG und dann eigentlich warten auf die Rente. Ja. So, das also verkürzt so jetzt, ne? Genau. Ja. Und, aber, Sicherheit heißt das ja. Ne? Das heißt Sicherheit und was die Schweden jetzt halt machen, weil jeder denkt sich, oh gut, es ist ja nicht nur, dass du die Freiheit nimmst, es ist auch, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Selbstverantwortung. Und die kann nämlich wehtun. Weil ich habe einen Schweden gesprochen, der hat einen Café geöffnet in Göteborg an der Ecke und der sagte mir, weißt du, die Schweden, da sagt man, in Schweden sagt man, du kannst sein, was immer du sein möchtest. Sagt er, und das ist ein ganz schön großer Druck für die Leute, weil du hast ja keine Entschuldigung mehr. Und wir haben eine Menge gute Entschuldigungen, weil das Haus ist noch nicht abbezahlt und vielleicht, ne, wenn wir in Rente sind oder die Kinder aus dem Haus und so weiter. Und die sagen, nein, du lebst jetzt, du machst jetzt das Beste aus deinem Leben, du bist nur einmal da, du nimmst dir die Freiheit. Und das ist der Grund auch für die Glücksforschung. Warum die Menschen glücklich sind, weil sie ihr Leben frei leben. Das kann ich nachvollziehen. Also das ist ja bei Paul genauso. Ein selbstbestimmtes Leben zu leben, ist, glaube ich, ein großer Schlüssel zum Glück. Das empfindet, glaube ich, auch jeder als sehr befreiend, wenn dir nicht ständig einer sagen kann, wo es eigentlich lang geht. Wo geht es denn hier zum Glück? Ja. Sehr schönes Buch, das Sie darüber gemacht haben. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Paul van Dyk ist unser Gast. Auch ein Mann, den es mutmaßlich ziemlich gut geht, was auch daran liegt, dass er unglaublich viel arbeitet. Sie haben wenig freie Tage, ne? Ja, also wir machen so zwischen 100, 120 Shows im Jahr und die sind natürlich so überall. Und reisen sozusagen pausenlos um die Welt. Was heißt denn überall, wenn Sie mal zurückblicken auf die letzten Wochen? Wo waren Sie überall? Wir waren in China, Australien, USA und in Europa in den letzten 4 Wochen.
in den letzten 4 Wochen. Was ist die verrückteste Reise, die Sie je gemacht haben? Die verrückteste, ich glaube, das sind dann so Sachen, wenn so spezielle Festivals sind und man muss dann so mehrere Shows an einem Abend machen, wo man dann eben wirklich relativ fixiert auf die eine Show ist und dann direkt zum Flugzeug und wieder woanders hin muss. Beispiel? Es gab einmal, das war Neujahrsabend, da haben wir in Phoenix angefangen. Phoenix, Arizona, sind dann nach Las Vegas und von da dann nach Los Angeles. Alles an einem Abend? Alles an einem Abend. Sagen wir so, klar, das klingt sicherlich nach viel Arbeit, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man das, was man macht, liebt, dann ist man durchaus auch in der Lage, sagen wir, mehr zu leisten, als würde man dann in meinem Fall, ich würde mich hinterm Schreibtisch nicht wohlfühlen, würde ich da sitzen, würde ich vielleicht dann auch direkt nach 8 Stunden nach Hause gehen wollen. Lieber hinterm DJ-Pult, ne? Ist ein wahnsinniges Leben, das Sie führen, wirklich unglaublich viel auf Reisen, unglaublich viel unterwegs. Wie würden Sie einem älteren Herrn wie mir, aber auch Rainer Langhans zum Beispiel, erklären, was für Musik Sie machen? Es ist elektronische Musik. Es ist elektronisch erstellte Musik, die in der Regel tanzbar ist und relativ viele Leute bewegt. So, und Sie sind damit einer der erfolgreichsten Musiker wirklich der Welt geworden. Gibt wenige, die ähnlich global unterwegs sind wie Sie. Und wir hören mal ganz kurz rein, was Sie uns da mitgebracht haben, ist nicht nur Ihre neue Single, sondern ein kleiner Zusammenschnitt sozusagen, ein Tag im Leben von Paul van Dyk. Wir schauen mal rein. And if we only look back, then we'll never know. If we only look back, then we'll never know. If we only look back, then we'll never know. What we're living for, what we're living for. Paul van Dyk bei der Arbeit. Wahnsinn. Wie viele Leute kriegen Sie an so einem Abend, wenn Sie dann dort so unterwegs sind? Dreimal auftreten zum Beispiel. War ein Festival in Miami und da waren, glaube ich, 15.000 Leute in der Arena. So das Festival an sich, da gibt es dann noch andere Bühnen, da waren dann noch wesentlich mehr. Dann reist man weiter und dann trifft man wieder auf wie viele? Es kommt drauf an, also es gibt ja auch so normale Club-Events, die sind so bei 2.000, 3.000 Leuten oder eben dann in größere Geschichten. Was war das größte Konzert, das Sie je gespielt haben? Also natürlich darf man die Love Parade in Berlin nicht vergessen, mit 1,5 Millionen Leuten, das ist natürlich unschlagbar. Aber es gab auch mal, auch wieder Silvester sind immer ganz besondere Abende und das war am Barra Beach in Rio und da waren insgesamt 1,3 Millionen Leute über den ganzen Strand verteilt. Das ist dann natürlich schon beeindruckend. Ja, Wahnsinn. Steht man dann da manchmal oben und fragt sich, träume ich eigentlich und wann weckt mich einer, wenn Sie zurückdenken, geboren in Eisenhüttenstadt, mit der Mutter 2 Wochen vor dem Mauerfall die Ausreise erlaubt bekommen, sich noch mal richtig geärgert, weil 2 Wochen später war es dann soweit. Sie durften aber nur mit einem Koffer da raus. Wenn Sie 2 Wochen gewartet hätten, hätten Sie den Kühlschrank mitnehmen können. Ja. Also ist eigentlich richtig blöd gelaufen. Die Westoma hat Ihnen Schallplatten dazu geschmuggelt und plötzlich sind Sie in der ganzen Welt unterwegs und stehen dann da oben. Also ich werde halt oft gefragt, was ist so das Verrückteste, was dir auf deren Reisen passiert ist. Ich muss mal sagen, eigentlich ist das ganze Ding ist schon ziemlich wahnsinnig. Also die Tatsache, dass ich durch die Gegend fahren darf und die Welt sehen darf, ist schon mal toll. Dass ich dann auch noch meine Lieblingsmusik anderen Leuten vorspielen darf, das ist umso besser. Was können Sie, was andere Musiker nicht können, was andere DJs nicht können, was würden Sie sagen? Wie würden Sie das beschreiben? Also ich glaube, das sollten andere beurteilen. Ich bin tatsächlich eher so, dass ich mache meine Musik hundertprozentig genau so, wie ich sie gern haben würde. Ob das jetzt viele Leute mögen oder nicht, ist da für mich erstmal gar nicht ausschlaggebend. Und vielleicht ist das die Authentizität, die dann eine Rolle spielt, dass genau das auch rüberkommt und letztendlich ankommt. Wo hat diese Reise begonnen? Wie ging das los? Letztendlich vom Radio in Ost-Berlin. Ich habe während des Hausaufgabenmachens immer Radio gehört und habe dann irgendwann für mich entdeckt, dass Musik was Besonderes ist. Nicht nur das Zeug da im Hintergrund,
Und habe dann eben über diese speziellen Radiosendungen diese Musik auch immer mehr lieben gelernt. Und als die Mauer weg war, bin ich natürlich in all die Clubs gegangen. Und das Ganze wurde natürlich immer intensiver. Und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, damals gab es ja noch Tapes, so Tapes zu machen. Und eines solcher Tapes ist dann bei einem Veranstalter gelandet und so ging es los. So, und dann reisen Sie wie um die Welt. Was haben Sie dann dabei, wenn Sie verreisen? Was brauchen Sie an Instrumenten? Man stellt sich das ja so vor, da ist einer auf der Bühne, da hat er irgendwie ein Keyboard dabei oder eine Gitarre umgeschnallt. Mhm. Haben Sie aber gar nicht. Doch, das, was ich auf der Bühne habe, habe ich dabei. Das sind meine Keyboards. Ja, das ist immer ein Foto, ne? Keyboard? Genau. Das kleines sind die Keyboard, Sachen, die dabei sind. Diese Sachen da in der Mitte sind halt quasi Mixing Desks und Controller, mit denen ich dann so die unterschiedlichen Elemente kontrollieren kann, die ich da spiele. Das, was da zu sehen ist, ist immer mit dabei. Zusätzlich dann auf der anderen Seite ist dann noch der Licht- und der Videomensch, der natürlich auch seinen ganzen Kram dabei hat. Und vor Ort ist letztendlich nur die unbespielte PA. Mhm. Ja, die Anlage. Ihnen passiert das auch, dass man die Leute mal nicht kriegt zum Beispiel oder dass Dinge stattfinden, die irritierend sind, weil ja jedes Land, jedes Publikum auch anders ist? Also natürlich. Also ich glaube, jeder, der in irgendeiner Art und Weise seinen Beruf mit dem Herzen macht, weiß auch, dass man das nicht immer hundertprozentig hinkriegt, was man umsetzen will. Das liegt an allen möglichen Faktoren, von Schnupfen bis hin zu, man hat sich mit irgendwem gestritten, den man mag. Das gehört einfach dazu. Und dann gibt es natürlich auch technische Probleme, die auftauchen können. Wobei, ich habe eigentlich nie wirklich Lampenfieber, weil ich weiß, ich bin vorbereitet. Und das, was schief gehen kann, habe ich ohnehin nicht unter Kontrolle. Das heißt, ich bin lieber fokussiert auf das, was ich mache und die Interaktion mit den Leuten, als Angst davor zu haben, dass meinetwegen der Strom ausfällt. Das ist klar, aber die Interaktion mit den Leuten kann ja manchmal sehr seltsam ablaufen. Ich habe gehört, in Argentinien machen die Menschen komische Sachen. Was machen die? Ja, ich weiß, das war eine spannende Geschichte, als ich das allererste Mal da war. Es gibt ja in den Stücken dann immer auch diese etwas ruhigeren Stellen. Und als ich das erste Mal in Buenos Aires gespielt habe, gingen die plötzlich alle auf den Boden und setzten sich hin. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, so schlecht ist es jetzt nicht, was so passiert. Was ich aber nicht wusste, das ist so ein bisschen so, die gehen dann in den Boden und wenn der Track so richtig zurückknallt, springen sie hallo hoch und es ist noch viel mehr Spaß. Verstehe, die nehmen Anlauf. Ja? Genau, das wusste ich aber da nicht. Insofern war das irgendwie zunächst schon irritierend. Jetzt weiß ich, was da passiert und ich freue mich drauf. Was ist der exotischste Ort, an dem Sie jemals gespielt haben? Ich habe mal in einer Grotte bei den Pyramiden im Norden von Mexiko gespielt. Das war wirklich eine unglaubliche Location. Das war ja wirklich so da so unten drin, wo früher irgendwann die Mayas und die Azteken Menschenopfer dargebracht haben. Zum Beispiel. Ja, Wahnsinn. Und dort huldigt man jetzt dem DJ, den man heißt und ihn nicht liebt. Ist auch interessant, was Sie sagen. Das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, auch die man dann macht, wenn man so viel unterwegs ist. Sie reden unheimlich nett zum Beispiel über die Russen und Ukrainer und sagen, ich kann gar nicht verstehen, wie es möglich ist, bei diesen warmherzigen, tollen Menschen, dass die sich jetzt so bekriegen plötzlich. Ja, da merkt man halt letztendlich, dass es da tatsächlich auch politisch und wirtschaftliche Interessen geht, die da aufeinander prallen. Weil, wie gesagt, ich habe häufig in der Ukraine gespielt, genauso wie auch in Russland. Und das ist so ein bisschen auch das, warum ich immer sage, elektronische Musik kann auch Leute verbinden, weil da ist es völlig egal, was du für einen Pass hast oder an welchen Gott du glaubst. Es geht um Respekt und Toleranz füreinander. Und das ist letztendlich das, was elektronische Musik für mich ganz maßgeblich auszeichnet auch. Und wie gesagt, dieser ganze Konflikt mit der Ukraine und Russland ist letztendlich natürlich auch ein Stück weit, wenn man sich das anguckt, von wirtschaftlichen Interessen geprägt, was jetzt die Leute vor Ort selber gar nicht betrifft. Und dann Krieg auch von Verführung und Propaganda. Und die Möglichkeiten dazu sind im Zeitalter der Massenmedien so vielfältig wie nie zuvor. Wir erleben jetzt hier schon die ganze Zeit einen sehr auch nachdenklichen Menschen, sehr reflektierten Menschen, auch sehr politischen Menschen. Hat das zu tun mit Ihrer Geschichte, mit der Geschichte auch dieser, was eine Flucht eigentlich, als Sie zwei Wochen vorher da rüber sind? Oder was war das für eine Situation mit Ihrer Mutter? Nein, es war schon, es war ein Ausreiseantrag, es ist immer so, es war ein geplantes Verlassen. Was natürlich mit den entsprechenden Problemen, die man dann hatte, irgendwie einherging. Es war ja so, dass man innerhalb von 48 Stunden Bescheid bekam, du musst jetzt dann raus. Insofern, in der Sekunde, wo der Antrag gestellt wurde, hat man letztendlich alles, was man irgendwie besessen hat, versucht zu veräußern und hat eben aus einem Koffer gelebt. Weil man wusste nie, wann wird Bescheid gegeben. Und das hat natürlich schon auch zu Problemen geführt, logischerweise. Für mich ist eine Sache, die ich eben sowohl durch meine Biografie als auch durch das Reisen erlebt habe, ist, dass Demokratie schon das beste System ist.
was wir haben auf diesem Planeten, um zusammen zu leben, aber lange nicht perfekt ist. Und da kommen wir wieder vielleicht auch zu dem Aspekt des Glücks. Für mich hat irgendwie sich zu engagieren zum Beispiel viel damit zu tun. Sie machen viel, ne? Für Kinder in Berlin. Eine und demokratische Gesellschaft letztendlich irgendwie auch gesünder zu gestalten und besser zu gestalten und Demokratie besser zu machen. Und das ist letztendlich auch ein Ansatz, um dann vielleicht auch ein Stück weit glücklicher zu werden. Und eine letzte Frage, Paul, wenn Sie, ich habe das vorhin kurz angedeutet, und das ist ein interessanter Punkt in Ihrem Leben. Also 2 Wochen vor Mauerfall gehen Sie da weg mit Ihrer Mutter gemeinsam, landen dann irgendwann auch, glaube ich, sogar in Hamburg hier, in dieser Stadt, und sagen, ich bin zwar kurze Zeit danach wieder rüber und habe meine alten Freunde gesucht, aber die sind mir seltsam fremd geblieben. Woran lag das? Ich glaube, es hat 2 Aspekte. Der eine ist der, dass man natürlich, wenn man weiß, man hat einen Ausreiseantrag, vielleicht die Leute, die man kennenlernt, auch nicht mehr so nah an sich heranlässt, weil es war damals Status quo, du siehst ihn nie wieder. Das ist zum einen. Der andere Punkt ist auch, dass man natürlich Leute, die einem sehr nah waren, vielleicht auch ein Stück weit so für sich auf Abstand gehalten hat. Und natürlich war es auch so, 2 Wochen später, ich hatte ganz andere Probleme in meinem Leben. Wie gesagt, es war... Wir haben mehr noch meine Mutter als ich, aber wir hatten letztendlich alles, was man gegebenenfalls besessen hat, verloren. Und es war ein Stück weit, sich dann zurechtfinden in einer neuen Gesellschaft, Wege zu finden, einfach auch simpel und einfach, um eben zum Beispiel ein Stück Käse zu haben auf dem Brot. Und ja, für meine Freunde war letztendlich natürlich alles genauso geblieben wie vorher. Ja, die wohnten noch da, wo sie gewohnt haben. Die hatten für eine gewisse Zeit auch noch ihren Job oder ihre Ausbildungsstelle. Die Probleme haben sich letztendlich auseinanderentwickelt. Und insofern gab es dann so ein bisschen, ja, ich hatte simpel und einfach andere Sachen, die ich zu regeln hatte. Aber Sie haben es auch noch mal anders begründet und sagten, da gab es auch schon so, ein Jahr vorher schon hat man sich angefangen, gedanklich zu lösen. Und, im Grunde, und das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Ne? Das tut weh, finde ich, so ein Prozess. Ich habe das ähnlich erlebt, als ich damals die Schule wechseln musste. Ja? Plötzlich bist du weg von diesen Menschen und du findest diesen Anschluss nie wieder. Du bist da draußen. Ja, nee, das habe ich ähnlich eben auch so empfunden. Das meinte ich vorhin mit, dass man Leute nicht mehr so nah an sich herangelassen hat. Oder eben auch Leute, die einem nah waren, so ein bisschen Stückchen für Stückchen immer weiter auch mit dem Bewusstsein umgegangen ist, die siehst du ab Tag X nie wieder. Also, auch deswegen eine sehr kritische Auseinandersetzung, auch Ihrerseits bis heute, auch zum Beispiel mit der Linkspartei, weil Sie sagen, die haben im Grunde mit ihrer Geschichte nie wirklich mal Schluss gemacht und aufgeräumt vor allen Dingen. Da fehlt ein Stück Ehrlichkeit, so wie Sie es ausdrücken. Sehr spannender Künstler, Paul van Dyk. Danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch in der Sendung. Und wir haben gerade gehört, Rainer Langhans, ein Stichwort, zurechtzukommen in einem System. War das auch das vorherrschende Gefühl in Ihrem Leben? Da gibt es ein System, in das passe ich eigentlich gar nicht rein? Oder beginnen wir mal direkt im eigenen Zuhause? Ja, das war das Komische, dass man als Kind seine Eltern sieht und dann sagt, dass da stimmt was nicht. Das sind die nicht. Warum? Nicht? Das war wirklich das Gefühl, ja? Es war wirklich das Gefühl. Und meine Eltern sind dann auch entsprechend dann zu Fachleuten gegangen und haben sich erklären lassen, was mit diesem Kind los ist. Die haben das natürlich nicht rausgefunden. Und ich weiß es dann natürlich auch nicht, warum das so war. Aber als ich dann meine Mutter dann noch als jemand, der gerade aus dem Körper gegangen ist, gesehen habe, und wir haben sie dann ausgezogen und gewaschen und so weiter. Als sie gestorben dann, ist. Ja, dann habe ich gesehen, doch, sie hat genau den gleichen Körperbau wie ich. Also ich bin doch... Ein Sohn ihrer Mutter. Ja. Und vorher war das aber auch wieder so, dass sie dann, weil ich so Dinge gemacht habe, die sie nicht halt verstand, und wohlgemerkt nicht 68, das ging ja noch. Nein, die Zeit davor. Danach auch. Vorher, klar, ich bin ja aus der Familie rausgesetzt worden, weil das einfach nicht ging. Ihr Vater hat sie... Ich konnte einfach nie mit Menschen, ich konnte diese ganzen Menschen nicht verstehen, die mich umgaben, unter denen ich aufwuchs. Das war ein altes Problem, nicht? Heute nennt man, glaube ich, sowas Asperger oder so. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die lügen doch alle. Was machen die bloß die ganze Zeit? Und ich konnte nicht zu ihnen gehören. Ich hatte richtiges Problem. Ich hielt mich natürlich für mehr oder weniger gestört oder für krank. Und
später dann, als ich dann zu begreifen begann, warum das so ist und was ich da bin oder so und warum ich hier bin, was das hier soll. Nicht, was haben Sie denn begriffen? Darf ich da einmal dazwischen fragen? Was ist denn der Sinn unseres Daseins? Ja, für mich war da eben tatsächlich diese sogenannte 68er-Erfahrung das Entscheidende. Denn in dem Augenblick, als ich die dann sehr annahm, war ich nicht mehr der Kranke, sondern alle waren plötzlich, vor allem die Jüngeren, die waren so, wie ich immer war. Und diejenigen, die das nicht weiter an sich heranließen, das war uns völlig klar, die sind eigentlich krank. Nicht? Weil? Weil sie nicht menschlich leben. Warum? Weil das die Generation war der Täter, derer, die nicht darüber reden wollten, was damals passiert ist? Das kam bei uns ja noch hinzu, bei den Deutschen jetzt vor allem, dass es ja eigentlich sehr verständlich ist, wenn ein Kind auf einem Leichenhaufen aufwächst und die Eltern Massenmörder sind, dass das dann irgendwie ein Problem haben kann, nicht? Haben Sie sich mit Ihrem Vater, der Ingenieur war, ne? Der hat Flugzeuge konstruiert, Ihr Vater Jagdbomber mit auch konstruiert, haben Sie sich mit dem mal darüber auseinandergesetzt oder haben nicht nur die Eltern dieses Gespräch vermieden, sondern auch Sie? Ich habe es auch nicht so getan wie wir alle, wie diese ganze Generation, nicht? Wir haben lieber gesagt, das System, aber nicht die Eltern, weil du kannst das nicht als Kind. Wenn du deine Eltern irgendwie versuchst, eigentlich zu vernichten, nicht? Dadurch, dass du sagst, ihr seid Mörder, damit kann ich nicht leben, dann vernichtest du dich. Deswegen müssen Kinder immer ihre Eltern lieben, egal was sie gemacht haben. Denn wenn sie sie nicht lieben, dann lieben sie sich nicht, nicht? Denn sie haben ja alles von den Eltern. Und vernichten sich damit. Das geht also nicht. Das ist das ein haben sehr wir natürlich kluger auch Gedanke uns nicht getraut. Das ist ein sehr das haben kluger wir Gedanke. Nicht gemacht. Wir haben es auf dem Umweg über das System gemacht. Da haben wir dann natürlich gesagt, ihr müsst mit uns reden, was ihr da gerade angestellt habt. Denn wir müssen das ja ausbaden, so ungefähr. Also wir sind eure Kinder und wir werden irgendwie damit leben müssen. Wie können wir das? Was war das überhaupt? Und da konnten sie nichts sagen. Wir haben das damals skandalös gefunden, dass sie nicht mit uns geredet haben darüber. Ich habe das immer wieder versucht. Und heute verstehe ich es natürlich. Weil wie können sie uns über etwas was erzählen, das so anders ist als all das, was wir kennen und erlebt haben? Da gibt es keine Begriffe dafür, da gibt es gar nichts dafür. Und sie haben einfach gesagt, Junge, das verstehst du nicht, du hast es nicht erlebt und so weiter. Das war das halt ist so. Nur zu wahr. Nicht? Und ich erlebe das ja heute auch mit 68 so, wenn ich dann Leuten darüber was sage und so weiter, dann sagen die großenteils auch, also ich verstehe das einfach nicht. Nicht? Was ist das? Also du bist da irgendwie, ich kann es nicht verstehen. Und ich verstehe sehr gut, weil die Begrifflichkeiten kommen ja aus gemeinsamen Erfahrungen. Nicht? Und wenn ich dann zu erklären versuche, was andere Leute nicht erfahren haben, ist das ausgeschlossen. Ja, kann man nachvollziehen. Der Weg da rein ist ein sehr interessanter, also der Weg rein in diese Hippie-Bewegung, aber auch 68er-Bewegung, in diesen Weg der Revolution, Kommune 1, alles, was da eine Rolle spielt, der führte nämlich, und das wusste ich nicht, in Ihrem Fall über die Bundeswehr. Sie wollten mal Offizier werden. Das kann man sich ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ich weiß auch nicht, was da damals los war. Jetzt hinterher habe ich natürlich gewisse Erklärungen. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Aber natürlich erklärt man sich hinterher dann immer, was man in seinem Leben erlebt hat. Man braucht eine gewisse Distanz dazu und dann versteht man vielleicht manches. Ich war aus der Familie rausgesetzt worden und war in einem fundamentalistischen christlichen Internat. Das so als Prinzip hatte, als Erziehungsprinzip, wir müssen diese zarten Seelen vor den Reizüberflutungen der Moderne bewahren. Nicht so ungefähr, auch wie die Anthroposophen und so weiter. Nicht? Und ich kam dann da raus und konnte aber auch damit nichts anfangen. Ich fand diese Menschen zwar in gewisser Weise glaubhaft, weil die sehr ernsthaft ihren Glauben lebten, nicht? Aber ich konnte trotzdem nichts mit ihnen anfangen. Also ich fand das alles nur
Quatsch. Nicht? Also Sie sind dort dann raus, muss ein bisschen abkürzen. Wie sind Sie dann reingekommen und was war die Idee dieser Kommunenbewegung? Studentenbewegung, aber speziell Kommunenbewegung. Was war eure Idee? Was war die Idee vom Leben? Ja, das ist bis heute eigentlich, weiß das keiner so richtig. Und deswegen versuche ich immer, ja, weil es wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung war. Es war ja keine Idee. Es war überhaupt kein Denken, es war kein Überlegen und so weiter, sondern es war eine Erfahrung, die uns massiv überfordert hat, die wir aber doch so weit an uns heranließen, wie unsere Eltern das übrigens nicht taten, die diese Erfahrung natürlich genauso hätten machen können, zum Teil ja auch durchaus ein bisschen gemacht haben. Es war die Erfahrung, dass du dich anders fühlst und die Welt mit ganz anderen Augen siehst, als das zuvor eben jemals in der jemand normalen gemacht Welt war. Hat. Genau. Und woher kam diese Erfahrung? Warum ging die wieder nach einer Weile? Was ist das für eine Erfahrung? All das haben wir verzweifelt uns bemüht herauszufinden, haben es nicht herausgefunden und rätseln eigentlich bis heute daran, was herum. Sie eigentlich wollten. Nicht, was wir wollten. Wir wollten gar nichts. Wir wollten nur verstehen, was uns hier reitet, so ungefähr. Also welche Verrücktheit uns jetzt gerade überfallen hat, ohne unser Zutun. Nicht? Ja. Und wollten irgendwie natürlich damit dann umgehen, mit dem, was diese Verrücktheit an aber mal konkret, Erfahrung ja. einem das ist zumutete. Ein Foto, ganz berühmtes Foto aus der damaligen Zeit. Ne? Das waren aber nicht die Anfänge, oder? Das war dann erst sozusagen, nachdem nach einer langen Phase der Meditation und Besinnung klar war, welche Ziele definieren wir denn eigentlich für uns? Aber nochmal zurück, was war denn eigentlich der Grundgedanke? War die Idee, ganz Berlin irgendwann mal zu einer großen, lustigen, sympathischen, Marihuana-rauchenden Kommune zu machen? Oder was war die Idee? Nee. Finde ich gar keine schlechte Vorstellung. Nee, es ist keine Idee gewesen. Es war eine Erfahrung. Wie ist diese Erfahrung? Das ist doch der entscheidende Punkt. Ja. Und was, wenn du so willst, ruft sie dann bei dir hervor? Zunächst, die Erfahrung ist so, du siehst jeden Menschen bis auf den Grund seiner Seele, heute nennen wir das keine Privatsphäre mehr. Genau. Nicht? Das heißt, du siehst jeden unmittelbar und du magst ihn. Er ist wunderbar. Du liebst ihn. Zweitens, jeden, der da drin wohnt, ja? Nein, nicht jeden, der da drin wohnt, sondern jeden. Okay. Und stellst dann fest, wenn du auf die Leute zugehst und sagst, nicht, ich liebe dich so ungefähr, dass er dir dann eine reinhaut. Nicht? Das, nicht? So, so ist unsere normale oder Welt. Oder sagt, brauchst du einen Arzt. Und deswegen waren zum Beispiel die Prinzipien der Kommune aus dieser Erfahrung heraus, es gibt keinen Besitz, Besitz ist Diebstahl, an der Gemeinschaft. Nicht? Das erleben wir heute wunderbar. Und es gibt eigentlich nur eine allgemeine Zärtlichkeit für jeden Menschen, den du liebst ihn, weil er ein Mensch ist und weil du ein Mensch bist. Das ist nämlich eigentlich menschlich. Unser feindseliges Getue ist unmenschlich, ist eigentlich noch nicht menschlich. Zweitens haben wir gesagt, Revolutionierung des Alltags. Oder wir haben gesagt, das Private ist das neue Politische. Das heißt, nicht mehr das draußen das Rumgetue, so wie wir es jetzt hier zum Beispiel mit Griechenland erleben, sondern dieses Private. Wenn sich dort das, was wir da erlebt haben, für alle Menschen erschließt, dann werden wir Systeme vielleicht dann entwerfen, die wirklich sehr anders sind. Also bei denen Menschen eben sich gegenseitig helfen, in diesem Leben miteinander zurechtzukommen, also mit ihren sehr verschiedenen Körpern. Und Sie sind dann auch irgendwann mit dieser Idee wirklich nach vorne gegangen, haben dann diese Aktionen gemacht, haben Fotos gemacht. Es gibt ein Stichwort. Wenn du dann siehst, das ist real, ja, alles andere ist irre, dann gehst du natürlich irgendwann hin und sagst, Leute, guck doch mal, so ist es doch. Was macht ihr denn da doch? Vietnamkrieg, ihr arbeitet wie die Blöden, ihr habt ein System, wo es nur Leute gibt, die einander bekriegen. Was, oder in was Herr Langhans dann dazu geführt hat, dass Sie ein Stichwort, ja, das klingt erstmal nach einer schönen Utopie, was dann aber bei Ihnen, müssen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber dazu geführt hat, dass Sie das berühmte Pudding-Attentat zum Beispiel auf den US-Vizepräsidenten dann geplant haben, das in letzter Sekunde vereitelt wurde. Sie haben mal auf die Frage, wie habt ihr euch denn auf dieses Attentat vorbereitet? Wie habt ihr das denn geplant? Haben Sie mal die schöne Antwort gegeben. Wir haben da gar nicht geplant, wir haben gekocht.
Und wir haben dann geübt, richtig zu werfen und so weiter. Ja, und all diese Dinge. Ja, all diese Dinge. Und ich glaube, das hat man auch verstanden jetzt nach dem, was Sie auch gesagt haben, dass das, was da teilweise an Image entstanden ist, auch von dieser Kommune 1, also dass da jeder mit jedem, und es geht in erster Linie um vordergründige Sexualität, darum ging es eigentlich gerade nicht. Eben nicht. Darum ging es eigentlich gerade nicht. Allerletzte Frage, haben Sie Angst vor dem Tod? Ich übe fleißig. Was heißt zu das? Sterben. Sie üben sterben? Mhm. Wie macht man das? Lerne zu sterben, damit du beginnen kannst, richtig zu leben. Steht sogar in der Bibel. Wie macht man das? Ja, das wissen wir hier im Abendland eben überhaupt nicht. Nicht? Und ich habe da zum Glück eben, wie gesagt, einen Weg dann auch wieder über den Osten, natürlich Fernosten, gefunden. Mhm. Und das nennt sich eben, es gibt keine Begriffe hier bei uns natürlich dafür, weil wir keine Erfahrung damit eigentlich haben. Aber ich nehme deswegen so Begriffe, die man da notbehelfsmäßig benutzt. Spiritualität. Ja. Spiritualität ist eigentlich, Meditation zum Beispiel, eben ein Versuch zu sterben, bevor du das letzte Mal stirbst. Lass uns zu sehen, wer du wirklich bist und von daher dann auch mit diesem zeitweiligen Körper artgerecht umgehen kannst. Lass uns das einfach mal so stehen lassen. Das geht eigentlich genau in die Richtung von berühmten Abenteurern, die auch sagen, auch Reinhold Messner zum Beispiel, der sagt, sterben ist das allergrößte Abenteuer, das ein Mensch erleben kann. Ja. Sagt Steve Jobs zum Beispiel, hat das auch gesagt. Und damit beenden wir einfach mal diese Sendung. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Rainer Langhans. Eine sehr spannende deutsche Biografie. Alles Gute Ihnen, Herr Langhans. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Maike van den Boom, die ein sehr lesenswertes Buch über das Thema Glück geschrieben hat. Genauso herzlichen Dank an Paul van Dyk, einer der erfolgreichsten deutschen Musiker weltweit. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Reinhard Schlicker, der uns heute ein bisschen was über Griechenland erklären konnte. Herzlichen Dank auch Ihnen. Wir sehen uns dann im Heute-Journal. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dirk Rossmann, der wie immer klar Haltung und Meinung bezogen hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank.